herzliches Willkommen. Wir sind beim Shortcut für die Liebe, für Partnerschaften, Beziehungen, für Singles und für Paare natürlich. Für die KW20, das ist die Woche vom 16. bis 22. Mai 2022. Was erwartet uns in Sachen Liebe, Partnerschaft? Wir beginnen gleich mit dem Vollmond am 16. Mars und Neptun, da ist Gespür drin, da ist Kreativität drin. Und natürlich auch ein bisschen Fantasie. Man kann natürlich sich in jemanden besser hineinversetzen. Das ist gefühlsmäßig ganz gut. Aber man kann auch, ich sag mal, seine eigenen Illusionen hineininterpretieren. Da muss man aufpassen. Wir haben Pluto am 19. mit der Sonne. Da ist eine Power-Energie. Sonne ist ja im Stier, Pluto im Steinbock, aber gerade auch rückläufig. Man kann sehr viel erreichen. Da hat man wenig Zeit fürs Privatleben. Wir haben natürlich die ganze Woche Merkur rückläufig, Missverständnisse sind vorprogrammiert und auch Blockaden, auch in Beziehungen. Ja, es steht eigentlich mehr so die Woche der Job im Vordergrund. Allerdings ist natürlich immer wichtig, dass man auch sich Zeit für Beziehungen nimmt. Ja, wir haben die Sonne im Stier. Am Samstag wechselt die Sonne in den Zwilling. Und da wird alles ein bisschen ruhiger, unruhiger, nicht ruhiger, unruhiger. Ihr merkt schon, Merkur rückläufig. Und das bedeutet eben auch, dass man zu viel wollen will und dass man vielleicht auch zu viele Kontakte und alles gleichzeitig und jedem gerecht werden will. Also am besten Intuition fragen, Gefühl befragen, sich Zeit nehmen, immer mal einen Schritt heraustreten und sich selbst ein bisschen hinterfragen. Wo stehe ich, was will ich und wie kann ich das erreichen? Vor allen Dingen auch innerhalb von Beziehungen. Es ist schwierig momentan, weil eben die Kommunikation nicht so dolle ist, aber man kann es versuchen. Ich wünsche euch da viel Glück und wir schauen uns das jetzt in den Karten an, was da geht. Bis gleich. Ein herzliches Willkommen, lieber Krebs. Wir sind beim Shortcut für die Beziehungen in der KW20 vom 16. bis 22. Mai 2022. Damit wollen wir uns einfach mal anschauen, was in dieser Woche in Beziehungen, ob jetzt Single oder eben in einer Paarbeziehung, möglich und machbar ist für den Krebs. Was haben wir da für eine Energie so insgesamt? Wir haben die Herrscherin. Also die Dinge können sehr fruchtbar sein, können sich entwickeln. Das ist doch schon mal sehr schön. Wir dürfen nicht vergessen, Merkur ist rückläufig. Ne? Wir haben das Thema. Wir haben deine Energie, die Energie deines Gegenübers. Wie geht die Woche weiter? Und wie geht die Woche aus? Und was für einen Zusatzhinweis haben wir noch für diese Sache? Wir beginnen wie immer mit dem Thema und haben den Knabe der Münzen. Schön langsam, nichts überstürzen, schön cool bleiben. Deine Energie ist die des Turms. Du musst erst noch ein paar Hindernisse überwinden, bevor du da bist, wo du hin willst. Und vielleicht brauchst du die Hilfe deines Gegenübers. Wir haben hier die 10 der Stäbe. Jemand gibt nicht auf, aber hat auch selber vielleicht einige Verpflichtungen. Das bedeutet, du selbst hast vielleicht was zu tun, musst dich um was kümmern, aber dein Gegenüber eben auch. Wir haben hier den Ritter der Münzen. Du bist geduldig. Das ist auch der Erfolgsgarant. Wir haben hier die Hohepriesterin, jemand, der sehr sensitiv ist, sehr gefühlvoll, sich auch in dich hineinversetzen kann. Das kann sehr hilfreich sein. Dann haben wir die 8 der Stäbe Kommunikation, die ja momentan durch Merkur rückläufig ein wenig gestört ist. Und hier haben wir den König der Schwerter. Da können ein paar ganz klare, harte Fakten kommen von dieser Person, die die vielleicht gar nicht böse meint. Aber ich denke mal hier mit den, vielleicht kommt das so ein bisschen buschikos rüber. Was haben wir? Wir haben das Ass der Stäbe, ein leidenschaftlicher Neubeginn. Also, ich denke mal, die klaren Worte können dich im ersten Moment erstmal so konsterniert da stehen lassen. Überlege, denke nach, gehe langsam vor, habe Geduld und versuche, den oder die andere zu verstehen. Ja? Denn derjenige hat eine sehr gute Intuition und es sieht sehr gut aus, was die Beziehung betrifft. Und das, der leidenschaftliche Neubeginn kann bedeuten, dass man eben durch klare, vielleicht auch manchmal harte Worte zu dem Weg findet, der bei Merkur rückläufig sonst nicht vonstatten gegangen wäre. Also ich denke mal, dass da Ehrlichkeit drin ist. Und auch dein Kommunikationswille entgegenkommen und dass man das gemeinsam lösen will.
Das sollte auch, ich sag mal, mit der Herrscherin in dieser Woche gelingen. Klingt doch schon mal sehr gut. Ich wünsche dir natürlich viel Erfolg und sag bis bald.